Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Für die einen Leute live, für die anderen Leute on tape. Das ist Grey Matter. Wir sind bei Kapitel 6. Und bevor ich kurz loslege, nochmal eben 10 oder 20 Sekunden kurz ein bisschen Einleitung. Ab jetzt sind die Folgen 45 Minuten lang. Das ist das, worauf wir uns beim Chat mal und Stream mal geeinigt haben, weil manche Leute haben gesagt, eine Stunde wäre okay. Und da habe ich gesagt, okay, dann gehst du halt auf Serienformat 45 Minuten. Das heißt, ab jetzt werden Let's Plays, die im Stream laufen, 45 Minuten sein. Die, die nicht im Stream sind, die sind dann vielleicht, haben eine andere Länge. Das überlege ich dann selber. Das mache ich dann, wie ich Lust habe. Aber die, die wir jetzt live machen, sind 45 Minuten. Folge, also Kapitel 7 und 8 von Grey Matter ist ungefähr so lang wie Kapitel 6 alleine. Das heißt also, wenn wir, die Leute jetzt im Stream dabei sind, wie weit wir heute kommen, versuchen wir mal Kapitel 6 abzuschließen und dann würden wir im nächsten Stream dann Kapitel 7 und 8 fertig machen und dann ist Grey Matter durch. So. Ich hoffe, ihr weißt das. Wir haben das hier mit dem Handabdruck fertig gemacht. Jetzt muss ich wieder gucken, wo komme ich da unten hin. Jetzt können wir auf jeden Fall ins Radcliffe Hospital. Das ist unsere nächste Route. Ich kann nur gleich mal gucken, was wir jetzt schon gelöst haben. Das ist vielleicht mal gar nicht so verkehrt. Okay, Geistes Dreadhill Anwesens ist durch. Das ist gut. Das heißt, eine Aufgabe ist komplett gelöst. Das ist super. Wobei das Punktsystem von Grey Matter nicht so geil ist, aber was willst du machen? So, wo ist der Busbahnhof? Da ist der Busbahnhof. So, nach Radcliffe. Ja. Kann man das einfach so betreten? Macht so. Herein! Ja, es geht tatsächlich herein. Reiß dich zusammen, Sam. Ja, was kann ich für Sie tun? Mein Name ist Sam Everett. Ich arbeite für Dr. Stiles. Wie bedauerlich. Was wollen Sie? Ich will, dass Sie Stiles in Ruhe lassen. Mehr Ruhe als er kann man doch gar nicht haben. Ich weiß, dass Sie ihn immer noch hassen und versuchen, ihn mit Ihren Tricks auf dem Campus zu ruinieren. Lassen Sie ihn in Ruhe. Wenn nicht, erzähle ich Ihrer Frau von der Affäre. Mit Shelley. Was? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Sie wissen ganz genau, was ich meine. Hören Sie zu, junge Frau. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was Sie eigentlich wollen. Wenn Sie versuchen, mich zu erpressen, fliegen Sie hier schneller raus, als Sie bis drei zählen können. Wie Sie wollen. Ihre Frau wird es dennoch erfahren. Also wenn Sie die Gerüchte meinen, die ich über Stiles in die Welt gesetzt habe, das ist Jahre her. Stiles hat sich sein eigenes Grab geschaufelt, so zurückgezogen, wie er lebt. Das können Sie nicht mir in die Schuhe schieben. Ach ja? Und warum ist Ihre wissenschaftliche Hilfskraft bei Stiles neuem Experiment mit dabei? Ich weiß genau, was Sie und Malik vorhaben. Was? Malik. Er macht bei Stiles Experiment mit. Was ist das? Junge Frau, Sie haben 5 Sekunden, um aus meinem Büro zu verschwinden, bevor ich den Sicherheitsdienst der Universität rufe. Okay. Was soll das jetzt? Okay, da kommen wir nicht mehr rein wahrscheinlich, ne? Ich habe mich schon genug blamiert. Außerdem glaube ich nicht, dass Linkweller hinter den Vorfällen auf dem Campus steckt. Okay. Was hat er denn jetzt gemacht? Hat er da... War das ein Telefon oder was? Hat er die Wanze gefunden oder wie? Laut dem Namensschild auf... Ne, die kann man nicht mit der quatschen. Gut. Ja, dann würde ich sagen... Lass mal wieder raus. Mal gucken, was jetzt der Counter sagt. Ach, das ist abgeschlossen. Ha! Ja, dann würde ich doch sagen, wir kümmern uns um das Rätsel. Und das war, glaube ich, hier. Ne? Wo war das denn? Irgendwo kommt man noch nicht rein. In den Speisesaal kommt man noch nicht rein, ne? Jetzt kommen wir rein. Das passt doch. Ja, dann machen wir mal wieder. Dann gucken wir uns mal wieder alles an, weil das sieht auch ganz cool aus. Achso, da gibt's kaum was. Ha! Wie geil. Ein Gemälde mit 3 jungen Frauen.
tatsächlich so, ne? Da ist nichts, was du so angucken kannst. Was soll denn das? Was soll denn das wieder? Ja, toll. Hier ist nix, oder was? Was soll denn der Scheiß? Ich meine, ich kann ja jetzt nichts übersehen, da ist ja nichts. Was soll denn das jetzt bringen? So. Nix. Ja, wohin? Na, ne? Geil. Ja, ist ja super. War ein schönes Rätsel. So, da waren wir schon, ne? Genau, das ist die ganz normale Kirche. Da waren wir auch schon. Bushaltestelle. Ups. Ist das nicht der Speisesaal, wo wir rein wollten? Dann holen wir wieder raus. Guck mal, können wir irgendwo noch anders hin? Sieht nicht so aus. So. Ist doch schön. Ah, ja, klasse. Was sind wir denn hier? Ja, toll. Tja. Oder ist hier irgendwas? Gucken mal. Oh, okay, ist. Hey Charles, was machst du denn hier? Lernst du? Ja, wie man bestimmten Leuten aus dem Weg geht. Leuten wie Helena? Ja. Keine Sorge, deine geheime Zufluchtsstätte bleibt unter uns. Danke, Sam. Charles? Ja? Oh, dann labern wir mal ein bisschen. Du hast gesagt, dass du Dr. Stiles vor dem Experiment nicht gekannt hast. Ja. Dann würde ich gerne wissen, warum du ein Exemplar der Scientific American mit seinem Artikel hast. Hä? Meine Mutter hat mir die Zeitschrift geschickt, nachdem ich ihr von Dr. Stiles erzählt hatte. Meine Güte. Klar, deine Mom, verstehe. Woher weißt du das mit dem Artikel überhaupt? Ich habe ihn nie erwähnt. Muss mir irgendjemand erzählt haben. War es Helena? Hat sie bei mir herumgeschnüffelt? Wahrscheinlich war sie es, ja. Sei ehrlich. Helena hat gar kein Interesse an dir, wenn niemand von uns dabei ist, oder? Doch. Hat sie. Tja, wahrscheinlich tut sie nur so. Nein, glaub mir. Sie will mich wirklich haben. Ich weiß das, weil mir jedes Mal, wenn sie in der Nähe ist, der kalte Schweiß ausbricht. Du gehörst zu den wenigen Frauen, bei denen das nicht so ist. Ich glaube, es liegt daran, dass du mich nicht als Objekt siehst. Oh doch, ich sehe dich als Objekt, Charles. Aber halt eher als ein großes, knuffiges, zu Boyband-mäßiges Objekt. Das geht auch. Was hältst du eigentlich von Zauberei? Du meinst so wie bei Mystery-Serien im Fernsehen? Nicht ganz. Du kennst doch bestimmt jemanden, der Zaubertricks drauf hat, oder? Mein Großonkel hat immer Münzen hinter meinem Ohr hervorgezaubert. Aber dann hat er sie mir nie gegeben. Gehört das nicht dazu? Ich meine, warum der Trick mit der Münze und den Kinderohren, wenn man sie dann selbst einsteckt? Ja, echt übel. Hör zu, in Oxford gibt es doch bestimmt Leute, die zaubern können. Kennst du jemand? Was? Hier? Lassen wir das Thema. Ich habe gehört, du hast einen Bruder. Muss cool sein, Geschwister zu haben. Wer, ich?
Nein, ich bin ein Einzelkind. Echt? Ich hätte schwören können, dass irgendjemand meinte, deinen jüngeren Bruder getroffen zu haben. Eher so der pummelige Typ. Nein, da sind nur meine Mutter und ich. Ich verstehe. Das macht nicht wirklich viel Sinn, oder? Ich wüsste im Moment nicht, was ich... Tja gut, das haben wir. In dieser Richtung liegt eine große Wiese. Im Moment habe ich aber leider keine Zeit für einen Spaziergang. Okay, da willst du nicht hin. In dieser Richtung liegt ein... Okay, also da ist nichts. So, hat sie jetzt vielleicht irgendwas getan? Sieht nicht so aus. Also. Ein nackter Typ mit einem geflügelten Helm. Ich glaube, das ist eine Statue von Merkur, dem römischen Götterboten. Ja, richtig. Goldstücke für das Rätsel alle wirr los C. Ich muss mehr davon finden. Ja, das ist uns schon klar. Boom. So. Bringt uns das was? Hogwarts? Diese Karte... Ja. Das Rätsel alle wirrlos C aus dem Black Wand. Richtig. Meine Münze vom Rätsel, der Lohn des Ver... Haben wir doch alles? Aber wir haben doch jetzt alles angeguckt, was man nur angucken kann, oder? Ich verstehe es nicht. Ein Gemälde mit drei jungen Frauen. Ja. Tut sich nichts, ne? Das Rätsel ist nix. Tja, dann würde ich sagen, gehen wir mal das hin. Weil das bringt uns gar nichts. So. Komm, nehmen wir die Bibliothek. Nee, da gibt's nichts Neues. Ah, das habe ich. Erstmal meine Karte, damit ich da erstmal reinkomme. So, dann können wir mit ihm bestimmt quatschen. Harvey Kinderman. Wird Zeit, dass er mir mal Rede und Antwort steht. Ist da was Neues? Im Moment weiß ich nicht. Gut. Aber ihn können wir befragen, mit Sicherheit. Hey, Harvey. Wen haben wir denn da? Unsere Ausreißerin. Wo warst du gestern Abend? Hatte dein Hexenbesen eine Panne? Ich musste etwas erledigen. Styles war begeistert, das kannst du glauben. Was machst du da? Ach, ich wünsch mir nur, ich wäre tot. Ich muss diese 20-seitige Hausarbeit bis morgen fertig haben. Lieber würde ich mir die Augen an Madonnas Stahl-BH ausstechen. Aber zum Glück bin ich fast fertig. Ich habe gerade noch genug Lebenskraft, um...
den Text abzuschließen. Das war ja hilfreich. Toll. So, ich muss ihn irgendwie ablenken, oder was? Aha. Okay. Jetzt wird's interessant. Was hat's erzählt? Das ist eine Hausarbeit. Den Trick mag ich. Macht in diesem Fall aber nicht wirklich Sinn. Das heißt, der hat irgendwas mit... Warte mal. Was Vorarbeit. Du brauchst ein Opfer mit einem Gegenstand aus Papier. Dafür brauche ich etwas. Okay. Ja. Interessant. Dann würde ich doch sagen, gehen wir mal zu unserem Zauberladen des Vertrauens und gucken mal, was wir kaufen können. So, irgendwas brauchen wir jetzt Neues. Miss Everett, ich hatte gehofft, dass Sie heute hier vorbeischauen. Freut mich, dass Sie mich vermisst haben. Ich habe vorhin ein bisschen ausgemistet und etwas gefunden, das Ihnen gefallen könnte. Was ist das? Eine magische Laterne. Man stellt ein Bild hinein und die Laterne projiziert es dann wie ein Hologramm nach außen. Mal sehen, ob sie noch funktioniert. Oh, wow! Da ist ein Schmetterling dabei, aber Sie können jedes beliebige Bild dafür verwenden. Früher hat man solche Laternen gerne bei Seancen benutzt. Was kostet sie? Sie stand jahrelang im Schaufenster und es wäre unangemessen, dafür Geld von Ihnen zu verlangen. Ich schenke sie Ihnen. Oh, wirklich? Das ist ja nett von Ihnen. Ich... Danke. Vielleicht kann ich sie ja irgendwann mal bei meinen Shows benutzen. Genau. Danke. Gern geschehen. Okay. Hat sie da eh was Neues? Ja, Samantha. Ja, richtig. Ich will Ihnen etwas zeigen. Ich habe das Foto gestern Abend im Fitnessraum auf dem Campus gemacht. Und Sie haben niemanden gesehen? Nein, es war dunkel und ich hatte nur das Blitzpulver. So habe ich das Foto gemacht. Wie man sieht, ist nicht viel darauf zu erkennen. Ich habe eins der Gewichte an den Kopf gekriegt und bin bewusstlos geworden. Als ich wieder zu mir kam, war er weg. Er? Gewagte Theorie. Natürlich kann ich nicht ausschließen, dass es eine Frau war. Ich habe wahrscheinlich eher gesagt, weil ich die Person nicht wirklich leiden kann. Ich war nur für ein paar Minuten bewusstlos. Danach waren alle Gewichte in der Mitte des Raumes zu einer Pyramide aufeinander gestapelt. Und die Drähte, oder was auch immer er für den Trick verwendet hat, waren weg. Er hat nicht die von mir aufgestellten Fallen an den beiden Türen ausgelöst. Also hat er wahrscheinlich damit gerechnet, dass er beobachtet wird. Wer auch immer dahinter steckt, ist ein Meisterillusionist. Vielleicht einer der besten auf der ganzen Welt. Sie müssen diese Person kennen. Wer wäre zu so etwas fähig? Wer wäre wohl fähig genug? Die Sache ist wirklich amüsant. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Welche? Ach, das ist doch offensichtlich. Also ich verstehe seine Logik noch nicht ganz, aber erzähl mal. Wenn Sie mir nicht verraten dürfen, wer es war, können Sie mir wenigstens sagen, wie ich es selbst herausfinden kann? Was würden Sie an meiner Stelle tun? Es schmeichelt mir, dass Sie mich um Rat fragen, Miss Everett. Lassen Sie mich nachdenken. Warum ändern Sie nicht einfach den Zeitpunkt oder Ort des nächsten Experiments? Sagen Sie niemandem ein Sterbenswörtchen. Nur Sie und Dr. Stiles dürfen Bescheid wissen. Und selbst die Testpersonen dürfen es erst im letzten Moment erfahren. Natürlich.
Der Eindringling muss den Experimentplan kennen und hat viel Zeit investiert, um diese Tricks vorzubereiten. Wenn wir das nächste Experiment im letzten Moment ändern, hat er keine Chance, schnell genug zu reagieren. Danke, das ist eine sehr gute Idee. Gerne doch. Okay. Mal gucken, was kann ich als nächstes denn mitnehmen? Das Stab. Der einzige. Dieser. Die Seite. Okay, da konnte ich was mitnehmen. Was habe ich denn noch? Der Inhalt. Alles zum Ver. Mit einem. Wenn man die. Der Inhalt. Ein Telefon. Das. Okay, das ist alles. Also bis jetzt nur ein Gegenstand. Was haben wir denn da mitgenommen? Zaubertinte. Zaubertinte, ein echter Klassiker. Okay. Ich würde gerne bezahlen, bevor ich gehe. Gut. Danke, Miss Everett. Oh, Telefon. Hallo? Hall. Verdammt. Da kann ich das Ding ja gleich ausschalten. Okay. Oh mein Gott. Helena und Mephistopheles? Vielleicht hatte David ja recht. Es ist eine von den Mädels. Und die beiden haben mich komplett zum Narren gehalten. Ich habe ihnen alles anvertraut. Interessant. Damit habe ich jetzt nicht wirklich gerechnet. Was ist denn jetzt, wenn ich da reingehe und ihn nochmal drauf anspreche? Miss Everett. Hi, schön Sie zu sehen. Nee. Kann ich nicht. Okay. So. Dann wollen wir mal. Haben wir das wahrscheinlich hier schon erledigt? Das sehen wir jetzt gleich, wenn wir jetzt gleich da woanders hingehen. So, Redcliffe ist erledigt. Das ist erledigt. Zentrum von Oxford, da gibt es also noch was Optionales. Okay. Dann gucken wir doch mal, ob wir jetzt schon für ihn da was machen können. Mal gucken. Warte mal, Papierstapel. Haha, wir brauchen bestimmt Papier. Natürlich. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Ob wir den Trick machen können. Ja. Gut, dann wollen wir mal. So. Das leere Papier, das ist das leere Papier, ne? Genau, das ist rechts, dann ist das links. Na komm, einmal da rein, so. So, das dann natürlich rechts, klar. Das in die Hand. Halt, stopp, stopp, weg. Erst so, dann so und dann so. So, da haben wir das schon mal durch. Dann haben wir es schon mal versteckt. So,
das rüberziehen. Wo ist nochmal ablenken? Da ist ablenken, genau. Ihn ein bisschen veralbern. So, das leere da rein. Das in den Ärmel, ne? Jetzt kann ich es manipulieren, glaube ich, ne? Genau. Zack, das dürfte es sein. Hey, geht die Uhr richtig? Ist es wirklich schon 6? Auf welchen Drogen bist du denn? Ist doch erst Nachmittag. Sorry, ich bin mit meinen Gedanken schon beim Experiment heute Abend. Wenn wir schon dabei sind... Was machst du da? Wie wär's, wenn du meine Blätter einfach liegen lässt? Schreibfehler. Und da noch einer. Sam, leg die Blätter bitte wieder hin. Du machst mich echt fertig. Du meine Güte, das hast du jetzt nicht wirklich gemacht, oder? Jetzt ist Schluss mit lustig, Kinderman. Vielleicht gebe ich dir deine Blätter wieder zurück. Aber nur, wenn du mir die Wahrheit sagst. Wahrheit? Was willst du? Bist du jetzt völlig verrückt geworden? Ich habe das Drehbuch in deinem Zimmer gesehen. Ein seltsamer, entstellter Wissenschaftler. Ausgesaugte Gehirne. Du hast die ganzen Vorfälle inszeniert, um Material für deinen Film zu kriegen. Gib's zu! Was? Nein, ich... Verdammt nochmal, Sam. Gut, ich hatte vielleicht ein paar Ideen in der Richtung. Aber die basierten auf den Vorfällen und nicht andersrum. Lüg mich nicht an. Du arbeitest doch mit jemandem zusammen, oder? Mit einem Zauberer. Deswegen wusstest du auch, dass ich mich mit dem Thema beschäftige und hast vor dem Black Wand rumgelungert. Ein anderer ist für die Tricks verantwortlich und du bist der Spitzel. Was für ein Zeug rauchst du denn? Ja, David Blaine und ich sind ein eingespieltes Team. Ja, darf ich mich vorstellen? Doppelagent Harf. Es überrascht mich, dass ich dir ins Netz gegangen bin. Meine Vorgesetzten beim CIA werden nicht begeistert sein. Verdammt nochmal, was ist nur los mit dir? Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Und ich hoffe für dich, dass das nur ein dummer Trick war und meine Blätter noch ganz sind. Das meine ich ernst. Mist. Mann, ich sollte dich dafür wirklich hassen. Tut mir leid. Warum bist du eigentlich so drauf? Gestern Abend ist doch nichts passiert, oder? Im Fitnessraum. Wir sehen uns, Harf. Es ist nichts passiert, oder? Weißt du, wir haben doch gar nichts gegen dich. Aber du machst es uns echt nicht leicht. Ach ja? Im Gegensatz zu dir kann ich mir Freundschaften nicht leisten, wie so viele andere Dinge. Und da geht's schon los. Der Dialog macht eigentlich gar keinen Sinn, weil ich finde Sam nicht unübel. Ganz im Gegenteil. Ich finde die anderen 10-mal seltsamer. Also in der Welt, in der wir uns hier bei Grey Matter bewegen, korrigiert mich mal im Stream, aber Sam ist nicht der Freak. Die anderen sind die Freaks. Und ich glaube, das kann ich mit meiner relativ guten Menschenkenntnis, glaube ich, sagen. Aber gut. Aber ja, ich sage ja, das geht jetzt langsam in die Richtung, wo das Game einen Turn nimmt, den ich nicht ganz nachvollziehen kann. So, Harvey haben wir auch zur Rede gestellt. So, mal gucken. Ist jetzt mal irgendwas in der Christchurch passiert, was vielleicht uns irgendwie weiterbringt? Ja. Nie wirklich. Ist nichts, ne? Das ist nicht viel. Okay. Dann haben wir noch andere Locations. So. Einmal die Laufbahn. So, ist auch relativ überschaubar. Ist nicht so viel. Eine Discoscheibe wäre doch eine gute Idee. Hey, Eddie, was geht ab? Nicht viel. Sam, richtig? Ja, Sam. Hey, wie geht's? Bist du später auch noch hier? Ja, bis 8. Warum? Kannst du für mich den Sportplatz ein bisschen im Auge behalten? Ich will wissen, ob hier heute irgendwas passiert. Nee, oder? Du glaubst, dass dieses Ding wieder zurückkommt? Ich meine, ich habe von der Sache in der Schwimmhalle gelesen. Das ist echt alles ein abgefahrener Scheiß. Ich weiß, aber ich glaube nicht, dass hier wieder etwas passiert. Kann ich dich trotzdem später mal anrufen? Nur für den Fall, dass es etwas Neues gibt. Ja, sollte klar gehen. Hier, meine Nummer. Danke, Eddie. Hast was gut bei mir. Verdammter Scheiß, echt.
Bestimmt mache ich mir heute wieder in die Hose vor Angst, nur um dann was bei jemandem gut zu haben. Dieser Job ist echt zu schlecht bezahlt, Mann. Kann ich vielleicht eine Diskusscheibe haben? Ich bezahle auch dafür. Klar. Warum nicht? Danke. Hey, Eddie. Danke, Mann. Du bist echt cool drauf. Hey, kein Ding. Man sieht sich. Ja, bis bald. Ja. Okay, die ist noch nicht abgeschlossen, die Laufbahn. Die Bibliothek ist abgeschlossen. Das ist ja interessant. St. Edmunds Hall. Wie sieht denn das aus? Da, das Rätsel hier überhaupt noch gar nichts. Das ist interessant. Naja, egal. Hallo, hallo, nicht so eilig. Wie geht's? Mir geht's gut. Ich würde gerne einen Blick auf Ihren Studentenausweis werfen. Den habe ich Ihnen doch gestern schon gezeigt. Dann sollte es ja kein Problem sein, ihn mir nochmal zu zeigen, oder? So ist das Leben, hart, aber gerecht. Weise Worte. Hier bitte. Miss Helena Bogart. Merkwürdig. Mal sehen, was der Computer ausspuckt. Haben Sie schon gehört, dass Sie den Kerl geschnappt haben, der hinter den Streichen auf der Laufbahn und im Schwimmbecken steckt? Wirklich? Wer war es? Ein Student hier aus dem Wohnheim? Nein, ein Professor vom Christchurch College. Der ist scheinbar ein bisschen durchgedreht. Was? Ja, Sie haben ihn dabei erwischt, wie er im Brunnen des Christchurch College herumgeplanscht und behauptet hat, er sei Poseidon. Wahrscheinlich unterrichtet er griechische Geschichte oder so. Wie heißt er? Ich kenne viele von den Professoren. Fremantle, Thirdmantle, Dismantle. Nein, das war's nicht. Es gibt da einen Professor namens Wintermantle, aber ich glaube, er unterrichtet auf dem Balliol College. Ja, das könnte er sein. Was meinen Sie? Oh, ich muss los. Ich will das unbedingt meinen Freunden erzählen. Was wollte ich noch mal nachsehen? Ach ja, Wintermantle. Ja, gut gemacht, Sam. So. Okay. Kommen die jetzt alle zum Tatort, oder was? Macht nichts. Der altmodischen Architektur sei Dank. Ja gut, aber ich habe ja glaube ich noch den Schlüssel, ne? Ja, machen wir einfach das Ding auf. Mach's doch nicht so spannend, Sam. So, dann kann ich mich doch mal weiter umsehen. So, Haarnadel ist neu. Die nehmen wir doch schon mal mit. Ja, vielleicht kann ich sie gebrauchen. Helena hat bestimmt genug davon. Ja, nimm sie mit. Veranstaltungsführer? Der ist auch neu, scheinbar. Was ist das? Ein Theaterprogramm von 2002, als Helena in London war. Im Oktober 2002 war Helena in London. Ist nicht weit weg von Oxford. Vielleicht war sie ja schon mal hier. Das sollte ich Dr. Stiles sagen. Im Oktober... Mehr können wir nicht machen. Okay. Aha. Ein Brief vom St. Edmund Hall College. Oh, ich dachte, diese Zulassung ist von letztem Monat. Helena hat also wirklich erst angefangen zu studieren. Gut, dann wollen wir mal wieder. Sehr geehrte Mrs. Bogart, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Zulassung am College von St. Antman Hall. Sie stehen jetzt vor sehr wichtigen Entscheidungen, an welchem College oder welcher Universität Sie sich einschreiben möchten. Wir sind uns dessen bewusst, dass dies häufig nicht einfach für junge Frauen und Männer ist, die am Anfang ihrer College-Karriere stehen. Wir hier am College von St. Antman Hall wissen um die Wichtigkeit Ihrer Entscheidung
und der Verpflichtung, die das Studium und die Fortbildung an einer außergewöhnlichen Lehreinrichtung mit sich bringen. Es mag sich zwar befremdlich anhören, aber diese Entscheidung kann durchaus einen Einfluss auf ihre gesamte Lebensqualität haben. Ich bin überzeugt davon, dass St. Edmund Hall nicht nur hervorragende Lehrangebote bietet, sondern auch großartige Möglichkeiten der individuellen Profilierung und Entwicklung. 95% unserer Lehrbeauftragten verfügen über mindestens einen Doktortitel und wir bieten unseren Studenten über 27 Studiengänge. Wir empfehlen Ihnen, unseren Campus einfach mal zu besuchen, wenn Sie die Möglichkeit dazu haben. Wenn Sie sich bisher noch nicht entschieden haben, wo Sie ab nächsten Herbst studieren werden, hoffe ich sehr, dass Sie sich die Informationen in diesem Schreiben sorgfältig zu Gemüte führen und eine Einschreibung an unserem College ernsthaft in Betracht ziehen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg in Ihrem Studium und würde mich sehr freuen, wenn wir Sie im kommenden Herbst hier bei unserem College von St. Edmund Hall begrüßen würden. So. Schön irgendwann mit hochachtungsvoll. Hochachtungsvoll ist doch eigentlich die Beleidigungsform. Diese Zulassung? Ist ja unglaublich. So. Was haben wir denn da? Gibt's denn irgendwas noch am Laptop? Ich habe keine Zeit auf Ihrem Computer. So, da ist bestimmt nichts Neues, ne? Genau. Bücher. Ist wahrscheinlich auch der gleiche Text. Ich muss zugeben, dass... So, dann bleibt die Kiste nur übrig, was ich schon vermutet habe. So, kriegen wir die auf? Wahrscheinlich mit der Haarnadel oder was? Das ist Helenas Türschlüssel. Er ist zu groß für das Schloss. Ja, nehmen wir doch die Haarnadel. Der Kasten muss doch irgendwie aufgehen. Ich muss wohl das Schloss knacken. Ja, dafür haben wir doch die Haarnadel. Oh nein, Helena. Sie ist drogenabhängig. Da hat sie so viele Privilegien und macht sich das Leben kaputt. Manchmal verstehe ich die Menschen einfach nicht. Ich vermute, dass sie wegen ihrer Sucht mit dem Zauberer kooperiert. Das macht sie auf jeden Fall wieder verdächtig. Vielleicht bekommt sie von Mephistopheles für ihre Hilfe Geld oder Drogen. Verdammt. Vielleicht bekommt... Okay. Das ist erledigt. So, gibt's hier noch irgendwas, was man hier tun kann? Guck mal gerade. Gucken, gibt's denn irgendwas Neues? Nee, warte mal, ich bin hier falsch. Nee, muss da nach oben. Jetzt muss ich da außerhalb oder dahin, wo ich sonst mal hingehe. Oh! Er werkelt herum. Vielleicht repariert er eine Sicherung. Okay. Die sehen wie die Becher aus, die Zauberkünstler gerne verwenden. Kann ich die klauen? Einfach mal alles mitnehmen. Leuchtet da rot? Ich will mir heute mal den Flügel der höheren Semester genauer ansehen. Da sollte ich lang können. Aber dazu muss ich erst das Alarmsystem abschalten. Ja klar, was sonst? Okay. Er werkelt herum. Vielleicht repariert er eine Sicherung. Da irgendwas machen? Ah! Ich denke nicht, dass ich hier irgendetwas anrühren sollte, solange der Hausmeister da ist. Und nicht den Schalter? Scheint der Schalter für das Alarmsystem zu sein. Ich rühre ihn bestimmt nicht an, wenn mich der Hausmeister sieht. Scheint der Schalter... Kann ich den ablenken? Welchen Trick soll ich versuchen? Das war so klar.
Ah! Natürlich. Wir haben einen Hut. Hey, Lust auf ein kleines Spielchen? Ich kenne da ein ziemlich cooles Spiel mit Bechern und einer Kugel. Ich hab zu tun. Hey, dauert nur eine Minute und ist besser als die ganzen Sachen in Las Vegas. Was ist das für ein Spiel? Ich zeig es Ihnen. Wir brauchen dazu drei Becher. Dieser steht auf Position Nummer 1, dieser auf der 2 und dieser auf der 3. Ich kenne das Spiel. Nein, es geht anders. Sie sind derjenige, der die Kugel versteckt. Sie können sie unter einen beliebigen Becher tun. Ich drehe mich um und dann vertauschen Sie die Becher. Danach sage ich Ihnen, in welchem Becher die Kugel ist. Das klappt doch nie. Oh, wir werden sehen. Sie müssen mir nur eine Sache sagen, und zwar, welche Becher Sie vertauschen. Wenn Sie zum Beispiel die Becher auf der ersten und zweiten Position vertauschen, sagen Sie 1 und 2 oder sowas. Aber ich darf die Kugel hintun, wo ich will? Genau. Kann's losgehen? Ich drehe mich um. So ganz verstanden habe ich den Trick noch nicht, aber... Ich habe ja gesehen, eins ist markiert. Ich habe die Kugel versteckt. Vertauschen Sie beim ersten Mal die beiden Becher, in denen sich nicht die Kugel befindet, ohne mir zu sagen, welche Positionen es sind. Danach können Sie jeden beliebigen Becher vertauschen, müssen aber immer sagen, welche Sie tauschen. Ich vertausche 1 und 2. Ich vertausche 2 und 3. Ich vertausche 1 und 2. Ich vertausche 1 und 2. Ich vertausche 1 und 2. Und 2. Ich vertausche 2 und 3. So, der steht jetzt in der Mitte. Ich hab's nicht ganz verstanden. Okay. Das war gut. Hab ich gewonnen? Da ist sie! Wie hast du das gemacht? Glück. Ach, das war einfach nur Glück. Ja. Nein, das kannst du mir nicht weismachen. Du musst mir unbedingt sagen, wie du das gemacht hast. Mit der Nummer verdiene ich drüben im Pub ein Vermögen. Ach, ich verrate nur ungern meine Tricks. Das hat seinen Preis. Was willst du? Warum schießt du mir so erzählen? Kann ich tatsächlich... Macht keinen Sinn hier. Also das mit 100 macht keinen Sinn. Singen macht keinen... Ich muss den wegschicken. Kaffee holen? Geht das? Sie könnten runtergehen und mir eine Tasse Kaffee holen. Ist das alles? Sollte kein Problem sein. Ich komme wieder. Rühr dich nicht vom Fleck. Wer? Ich? So, jetzt kann ich doch rumspielen, oder nicht? So, jetzt sollte ich den anderen Flügel betreten können, ohne dass der Alarm losgeht. Cool, da war ich noch nicht. Oh, hallo Malik. Mit dir wollte ich reden. Hi Sam. Ist leider kein guter Zeitpunkt. Was ist los? Nichts. Ich wurde nur gerade gefeuert. Oh, das tut mir leid. Aber finanziell ist das doch kein Problem für dich, oder? Und ob? Ich brauche das Geld. Ich habe 6 Geschwister, um die sich meine Eltern kümmern müssen. Ich will ihnen so wenig wie möglich auf der Tasche liegen. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich muss mir wohl einen anderen Job suchen. Das tut mir leid. Was soll's? Ich hab's eh gehasst, für diesen Typen zu arbeiten. Warum machst du eigentlich bei dem Experiment von Dr. Stiles mit? Ich bin ein großer Fan von Stiles. Wegen ihm bin ich sogar nach Oxford gekommen. Aber bevor ich überhaupt die Gelegenheit hatte, bei einer Vorlesung von ihm dabei zu sein, hat er aufgehört. Warum unterrichtet er nicht mehr? Soweit ich das sehen kann, hat er außer den Verbrennungen keine bleibenden Schäden bei dem Unfall erlitten. Und geistig scheint er auch noch voll auf der Höhe zu sein. Er ist schon okay. Irgendjemand muss ihn nur wieder zurück ins Leben bringen. Und die Leute müssen endlich aufhören, ihm das Leben schwer zu machen. Ich muss los. Bis später. Tschüss. Okay. Das ist Maliks Zimmer. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, dort herumzuschnüffeln. Oder sonst hier noch was? Naja. Keine Ahnung, wer hier wohnt. Dann nehmen wir das doch. Angela?
Oh, hi. Ist das Angela Mulhollands Zimmer? Ja, ich bin Kelly, ihre Mitbewohnerin. Hi, ich bin Sam. Angela ist nicht hier. Kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Bin ich mal gespannt, ob wir da irgendwie weiterkommen. Dein Pulli gefällt mir. Oh, danke. Ist mein Lieblingspulli. Handgemacht von meiner Mutter. Im Ernst? Ja, sie ist wirklich gut. Aber ich habe vom Stricken überhaupt keine Ahnung. Ich auch nicht. Hat Angela viele Freunde? Tja, nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, du bist die erste Freundin, die ich hier gesehen habe. Hat sie schon mal von einem Freund erzählt, der sich mit Zauberei beschäftigt? Nein. Oh. Haben alle Studenten Mitbewohner? Kommt ganz drauf an. Ich bin gerade erst hierher gekommen und dachte, das wäre vielleicht eine gute Möglichkeit, um Leute kennenzulernen. Und? Wie lebt es sich so mit Angela? Gut. Ja, ist ganz nett. Nächstes Semester kriege ich wohl mein eigenes Zimmer. Je älter man wird, desto schwieriger ist es wahrscheinlich, mit Fremden zusammenzuwohnen. Ich muss Kelly irgendwie loswerden, damit ich das Zimmer unter die Lupe nehmen kann. Gut, das ist eine gute Gelegenheit. Dann setze ich hier einen Cut. Die Leute im Stream werden jetzt sehen, wie es weitergeht. Ihr auf YouTube müsst dann halt bei der nächsten Folge wieder reingucken. Ich bin euer Mr. Wende 1974. Sehen wir uns bald wieder. Bis dann.